Willkommen zurück zu Kingdom Hearts. Ich will mich jetzt nochmal dem Kampf stellen. Da haben wir mal so ein bisschen kurz mal nachgeschaut, worum es eigentlich wichtig ist. Aber eigentlich würde ich tatsächlich gerne vorher nochmal ein Level Up haben. Einfach nur um. Ja, einfach um Level Up zu haben. Und ich gebe den hier einfach mal dreimal Feuer. Können wir uns nämlich schon mal die sogenannten Meister-Items holen. Dafür müssen wir halt diese Profungis dreimal mit dem gleichen Element heilen. Oder versorgen. Aber der will halt Feuer. Also Feuer ist, wenn er friert. Da will er Blitz haben. Da will er auch noch Blitz haben. Da will er Eis haben, weil ihm warm ist, verstehe. Ich will wieder beleuchtet werden. Und da habe ich verkackt. Gebe ich denn einfach mal irgendwas so? Ja, Leben kann ich ihm nicht geben. Ich meine, ich darf eh erst so wenig hätte, weil Leben würde. Leben zieht ein bisschen mehr ab so. Ja, ganz gut, dass wir halt jetzt noch nicht so, ja, die richtigen Items nachher einfach nur so ein bisschen was gemacht haben. Sieht man eigentlich, wann es wieder ein Level Up gibt hier? Bei Einstellungen? Nee, Items. Dann würde ich halt Level Up machen, dann nochmal speichern und, ja, wenn es dann noch nicht wird, einfach nochmal nach, einfach nach dem Wasser gehen. Okay, auch eine Ausrüstung kaufen, dann so Porsche und Falltränke und so ein Scheiß. Hi. Weg mit dir. Noch jemand? Hi. Ah ja, stimmt, jetzt kommt die zweite Runde. Weg mit euch. Weg mit euch. Aber ja, gucken wir einfach mal, wenn ich dann, naja. Ach, Radsplitter ist auch mal gut. Noch jemand? Ein paar Sachen einsammeln, ne? Geld, dankeschön, 11 Taler. Und es ist übrigens auch, ich weiß nicht genau, ob das funktioniert, aber meine erste Aufnahme in, glaube ich, 2K, maybe. Also, ja. Also, falls ich die Einstellung richtig gemacht habe, bin ich mir nicht so ganz sicher. Auf jeden Fall, ja. In 2K, was immer der Grund, da den ich jetzt herausgefunden habe, ist, wenn man halt so ein kleiner YouTuber ist, dann hat man halt, wenn man nur auf 1080p hochlädt, halt den billigen Codec von YouTube, der halt quasi die Sache so ein bisschen, naja, schlechter darstellen lässt. Aber ab 2K abläuft, kriegt man den besseren Codec. Und damit, naja, sehen dann die Videos auch auf 1080p besser aus. Ich hab Geld verloren. Ja, Goofy, mach mal. Oh, ein Item. Ja, Donald. Ach, Donald, Donald, Donald. Laden wir jetzt nochmal hier auf, ne? Ba-ba-ba-la-la-la-la-la. Mhm. Los, komm. Ich hab schon nicht aufgepasst. Okay. Okay, der rechts. Boah, ich bin da gerade echt gut in der Lage, dem zu folgen. Ja, einer von den beiden, ja, ne? Okay, der Typ ganz rechts. Boah, irgendwie fällt mir das gerade echt schwer. Ich komme auf den kleineren Bildschirm.
mein OBS-Bildschirm. Du, ne? Sehr schön. Ich glaub du. Naja. Naja, schön, lass mal. Ich bin auch nicht so daran interessiert zu sterben, muss ich zugeben. Ich hoffe, ich krieg das Level ab, weil aktuell sollten die Level noch schnell kommen. So später, dann im späteren Teil des Spiels, dann brauchen die Level länger, klar. Weil ich habe ja mein Schwierigkeitsgrad so ausgewählt, oder halt mein Art des Levelns so ausgewählt. Komm weg mit dir. Der Luft, als wir jetzt noch quasi so manuell nach Travers zurückfahren müssen. Ein Item, ach, Radsplitter, danke schön. Na, keine Gegner mehr, das ist enttäuschend. Das ist mega enttäuschend. Oh, da, nee. Hi! Gut. Jetzt aber. Und alle Items, die spawnt. Ja, werden auf jeden Fall dann. Ja, halt überprüfen, ne? Vielleicht müssen sie dann schon auf der Dateigröße überprüfen. Da muss ich gucken, dass ich das richtig rendere. Das ist auch ein entscheidender Punkt. Oh, hi. Ich werde einen Tech Boost aktivieren, ne? Okay, Goofy. Auch ein Level-Up für Goofy ist wichtig. Auch für Donald, aber ich bin gerade nur an mir selbst interessiert. Und letztendlich dann halt das Wichtigste, ja, mich auf Clayton zu fokussieren. Selbst wenn dann der Herzlose da ist, einfach sich auf Clayton zu fokussieren. Damit halt nur, damit der halt stirbt, so. Und auch dann heilen unterbinden, was auch ganz wichtig ist. Weil wir fast meinen, Luft hat uns nicht mehr gefehlt. Wir verarschen. Dass es so viel auch gar nicht mehr gefehlt hat. Man muss halt dann heilen unterbinden. Und natürlich, wenn Clayton auf seinem Herzlosen sitzt, nicht Clayton, dann natürlich, naja, den Herzlosen schlagen, sodass er halt runterfällt. Wobei er halt nach einmal runterfallen hat, eigentlich mal recht schnell wieder runterfallen sollte vom Herzlosen. Und Clayton wird voll geheilt in der zweiten Phase wieder. Dachtet ihr euch wahrscheinlich. Und wie gesagt, ich würde es gerne einfach schaffen, nicht unnötig nochmal den Weg fahren. Dann müssen wir irgendwann nochmal zur Arena des Limps, um die Vorrunde abzuschließen, klar. Aber das hat noch Zeit. Wir verarschen. Dann machen wir das halt so, dass ich eine noch größere Runde gehe. Also wäre auch theoretisch gut auf Traverse, um uns richtig mehr Items zu holen, ne? Komm hoch mit dir. Ich will einfach nur neue Gegner spawnen. Warum landest du im Wasser? Ich muss hier gar nicht. Ich muss hier nicht schwimmen. Wo sind die Gegner?
Das ist nicht ein Witz, das Spiel. Na gut. Hi. Jetzt habt ihr noch kein Leben. Leben kriegen wir übrigens, wenn wir Clayton dann besiegt haben. Wollen wir jetzt nochmal ein drittes Mal Blitz machen? Das ist jetzt sicher, wie es ihm geht, fühle ich. Ufi weg da. Nein! Ich will jetzt den Blitzmeister haben. So. Da noch mehr Erfahrung und vor allem. Meine Auffrischung. Okay, da gehe ich jetzt mal auf kein Meister-Item. Ich habe kein Leben. So, dass man im Kreis kein Element machen kann, wie dann King H2. Nicht später ein Freudentau, davon brauchen wir auch einiges. Ist hier noch einer? Ist noch da? Du bist noch da. Ich hab kein Leben. So gerne ich dich doch beleben würde, ich hab kein Leben. Ah, okay. Aber ich war ein Blitzmeister, ne? Ist doch schon mal gut. Und ist auch ganz gut, wenn es einfach so nebenbei einfach machen, ne? Aber ich hätte gerne nebenbei noch ein Level up, das wäre super. Irgendwie. Ich will hier so gar nichts mehr spawnen gerade. Dann Trick 17. Da in die Ecke gehen, weil wir noch nicht waren. Und Trick 18 ist es dann, rein raus-Spiel zu machen. Kannst aber kurz die Gelegenheit nutzen, einen Schluck zu trinken, ne? Mhm. Zelt. Ja, ist eine Rumdumpel-Folge, ne? Aber ist okay. Entweder schaffen wir da den Boss, so. Dann haben wir was geschafft. Oder, naja, wir gehen in der Traverse zurück, machen da so ein bisschen lustige Aktivitäten. Leveln wir erst ein bisschen. Oder kaufen uns Items auf jeden Fall. Oder die Gegner droppen mir Heil-Items, das ist auch gut. Er kann halt zum Beispiel auch meinen Kollegen so ein paar Items geben, dass die da auch mal so ein bisschen aktiv werden. Hallo. So. Hier will ich aufräumen, ne? Haben wir hier noch Kollegen? Moment, keine Ahnung. Sollte das Level-Up endlich mal kommen, so, ne? Ja, Donald hat auch ein Level-Up, ist gut, so, ne? Weil Donald vor allem Verteidigung man bräuchte. Und da haben wir unser Level-Up, sehr gut. Dann räumen wir noch kurz auf. Da. So. Ein paar Sachen mitnehmen. Dann spare ich mir nochmal ab, ne? Weil ich muss ja den Spielstand laden, wenn ich dann, ja, verkacke, ne? Und halt nicht den Bosskampf wiederholen möchte, sondern halt raus will, glaube ich. Doch, ja, müsste.
Stufe 16. Oh ja, immer noch keinen. Oh! Können wir mal reinnehmen. Goofy Tackle rammt mit dem Schild das Ziel bewusstlos. Verbraucht einen MP. Jackpot. Ah, das ist eigentlich auch sinnvoll. Nimm mal die Rakete weg, tatsächlich. Ich will doch die Tarzan reinholen, Lona. Ich hol Tarzan rein. Speichern wir nochmal kurz ab. Aber wir haben immer noch keine Analyse. Das ist ein bisschen. Naja, liegt halt am Schild, ne? Ist doch okay, so kriegen wir irgendwann. So notwendig ist das halt jetzt auch nicht, so. Das ist halt schon cool, also kurz mal Items, das ich mal kurz mal schicken. Mal Goofy kriegt mal einen. Benutzen. Goofy kriegt mal einen. Äther. Goofy kriegt mal zwei Äther, so. Mach ich's jetzt einfach mal. Ich glaube, ich bereue das nicht, aber ich kann ja, wie gesagt, dann. Jetzt werden wir den Kampf schaffen. Er ist benutzt, hat, nur ist er voll fein, so. Nur aufpassen, dass die jetzt am besten Fall nichts benutzen, so, ne? Okay. Revanche. Okay. übrigens mein 70% Lebensverlust. Finde ich da weg zur Stadt. Oh. Ja, der lässt ihn irgendwann fallen. Wo? Clayton? Clayton! Wo ist Clayton? Wo ist der Clayton? Ich werde einfach auf Clayton gehen. Das ist so entscheidend. Ja, den kann man eigentlich ziemlich gut K.O. machen. Jetzt muss ich gleich noch mal getroffen werden, nochmal heilen, so. Okay, Clayton, ich komme. Das hat er sich geheilt, der Penner. Das muss halt auch einfach unterbinden, so, indem man ihn dann einfach angreift, während er sich heilen will. Weil es sind diese Affen, die wurden sehr hinderlich beschrieben. Sehr schön. Lief doch gut. Einfach Donald raushauen. Der Goofy hat ja. Goofy hat ja auch den Trottel. Goofy hat. Donald hat den Trottelkopf. Okay, sehr schön. So kann einfach anders gehen.
Die Kraft der Heilung erhalten. Sehr schön. So muss das. Er vertraut uns, sehr schön. Ich hätte gerne mehr Tarzan aus dem Team tatsächlich, aber wahrscheinlich ist es nur noch weg, ne? Tarzan, home. Ja, das ist okay. Wir müssen dann, ja, jetzt irgendwann in die Länder durch alle Welten gehen. Irgendwas wollte ich gerade machen. Ich weiß noch nicht was. Was überprüfen. Oh, Ability, Sora. Keine Ahnung, vielleicht auf Level 18, ich weiß es nicht. Aber er lief doch ganz gut eigentlich, ja, theoretisch. Beim letzten Mal war eigentlich nur das Problem, komm ich voll über Donald. Donald ist auf Level 14. Aber oh, wir haben voll Level abbekommen. Ne, warte. Sora war auch schon. Donald ist einfach auf Level 14, warum das? Naja, Ah, hier, da steht, wann wir die nächste Stufe bekommen. Tat dann noch 6. Ja, einfach rauf. Und beim letzten Mal wurde einfach nur zu häufig getroffen, so, ne? Das war ja so mehr oder weniger das Problem. Apropos Ausrüstung, kurz mal checken. Goofy. Wenn ich Items, meine Güte. Okay, ja, Goofy hat alles benutzt, ist okay, soll er machen. Wer sagt, das hat eventuell auch nochmal einen guten. Gut Damage gemacht. Dass er die ganze Zeit ein Schild-Slide gemacht hat. So. Weil hier gibt es auch irgendwo ein Text-Symbol, aber ich glaube auch ein Text-Symbol, das wir eh noch nicht benutzen können, von daher ist egal. Aber auf jeden Fall ein paar Truhen, ne? Die man ja mal mitnehmen kann. Mithrilerz, dankeschön. Welpen. Ja, die können wir dann auch mal bald abgeben, ne? Oh, noch eine Truhe. Oder oh, ist bald, wir werden es auch, ja. Boss halt. Was? Ja, dann mach doch. Nach Shoreside Wales zurückkehren, also nach, ihr wisst schon. Ruhi Halkorn. Nach, Perverstown, genau, so. Mit dem Schuh drauf. Das ist schon noch irgendwo eine Truhe. Nee, ist einfach nur der Weiterweg. Naja gut, der Weiterweg, man kennt ihn. Nehme ich auf? Ich nehme auf. This is your home? But that means... Huh? The waterfalls. They're echoing all the way here. Friends there. Sea friends. Oh, now I've got it. Ah, means heart. Friends in our hearts. Heart. Oh, so that's what it meant. Let's go take. Friends. Same heart. Clayton. Lose heart. No heart. No sea friends. No heart. No friends. Sorry about what I said. I'm Charlie Goo. Yeah, all for one, huh?
it sure not the king's? Aww. I think someone has a new admirer. No, 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 no. This would kill me. Navi-Gummi, Gummini erhalten. Ein Gummini erhalten. Gibt's eine Cutscene? Und sind wir direkt ein Gummischiff. What drew the heartless to that world? The hunter lured them there. It was his lust for power that was the bait. But it seems the bait was too tasty for his own good. Yeah, he got chopped instead. A weak-hearted fool like him stood no chance against the heartless. Mein Gott, ist das Yuffie? But the boy is a problem. He found one of the keyholes. Zwei sogar. Fear not. It will take him ages to find the rest. Besides, he remains blissfully unaware of our other clan. Yes, the princesses. They are falling into our hands, one by one. Speaking of which... Die haben Alice entführt, oha. Jetzt sind sie nicht mehr im Wunderland. Dann wollen wir uns mal wieder auf den Weg machen. Wo ist überhaupt euer Schiff? Also nicht weit weg. Zora, Tarzan, Freunde. Und nur Schlüsselschwert. Genau, die Schlüsselschwerter beziehen ihre Kraft aus den Anhängern, also wir kriegen keine neuen Schlüsselschwerter, einfach nur neue Anhänger. Und ja, hängen, ich würde das doch einfach mal direkt anhängen, sowas glaubt, das ist bestimmt stärker, so. Die rote Triotech, das ist auch gut. Ich glaube, hier gab es keine roten, selbst wenn, wir kommen irgendwann anders wieder. Wir haben hier weiße gesehen und grüne, pling. Sehr gut ist. Vielleicht kann uns Leon weiterhelfen. Nee, ich glaube nicht, dass Leon da helfen kann. Nein, lass die Steuerkörper los. Ich bin Schlüsselschwert. Ich wollte eigentlich noch, Hallo, haltet mal die Fresse, alle. Ich will mal kurz meine Einstellung machen. Spiel, lass mich doch mal. Schmeißt das Spiel mich einfach aus dem Spiel. Ich bin entsetzt. Also ich kann einfach Start drücken. Ausrüstung. Zora. Wenn ich jetzt im Plexus, mehr Angriffskraft. Punkt. Und einfach mal kurz gucken, was hier rumschwirft. Ich habe eine Sache noch gar nicht gemacht, ne? Einstellungen. Zora X Abita. So, ganz wichtig. Stufe 17. Gummijet. Ja, wir hätten jetzt eine Strecke mitnehmen, weil die kennen wir, die sind wir halt noch nicht gemeinsam geflogen. Und die andere Strecke, die sind wir ja schon sogar in beide Richtungen geflogen. Für die Trophäe müssen wir nur alle Strecken in eine Richtung mal geflogen sein. Und deshalb nehme ich das hier mit, aber hier dann halt nicht so, ne? Und hier sind wir dann rumgeflogen, so. Ja, ich würde dann erstmal so sagen, hey, das Kapitel in Traverse machen, so. Was jetzt gleich noch passiert da?
Und dann... Da können wir mal einen Gummischuss bauen irgendwann mal, ne? Aber das verschieben wir aufeinander mal. Aber halt, ja. Das wird jetzt Kapitel Traverse machen. Und bevor wir dann weiter fortfahren, erstmal zur Arena gehen. Und dann werde ich vielleicht auch mal irgendwann meinen Gummischuss aufbauen. Mal gucken. Immer, aber den kann ich doch einfach nicht kaputt machen, glaube ich. Und dann bin ich natürlich gespannt, wie das denn jetzt mit der 2K-Aufnahme funktioniert hat. Wie gesagt, ich hatte halt meine Leinwand, war sowieso schon auf 2K, habe ich irgendwann umgestellt. Ja, habe ich aber halt gesagt, dass die Ausgabeauflösung halt auf 2K hochgeht. Habe leider auch mal sichergestellt, dass das Streaming nicht über 1080p hinausgeht, aber ich glaube, es geht sowieso nicht. Aber ich weiß es nicht. Weil das geht, aber. Ich habe, glaube ich, sichergestellt, dass es beim Stream nicht der Fall ist, weil es wäre ein bisschen doof. Jetzt mit Affiliate bin ich, glaube ich, egal, aber es geht ja auch so ein bisschen um die Internetleistung. Aber ja, gut, das wird dann bald getestet sein. Aber Leute, ich denke mal, es ist Zeit für eine Abmoderation. Deshalb danke schon fürs Zuschauen. Und naja, bis zur nächsten Folge, ne? Ciao!